Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mount Blade Warband Diplomacy Demode. Ja, nach einiger Zeit Turbulenzen irgendwie mit dem Game, ich konnte das Spiel nicht starten und stürzte immer wieder ab, bin ich jetzt zurück. Also ihr habt es wahrscheinlich nicht so mitbekommen, es geht bei euch eigentlich direkt weiter und ich habe zwischendurch ein bisschen hier zwei Spiele, also zwei Saves gemacht, wo ich ein paar Sachen ausgetestet habe. Aber das ist jetzt nicht so Ding. Ich habe es relativ schnell gemacht und ja. Wir machen bei uns im Spielstand weiter. Und wir machen eine kleine Planänderung, so wie wir es gedacht haben, mit Reichwesen und so geht irgendwie nicht, weil irgendwann werden immer alle wütend sein und so. Dann denke ich mal, wir schließen uns den Wergears an. Und wenn ihr jemand Hilfe braucht, unterstützen wir einfach. Und ja. Schauen, dass wir nicht mit ihm im Krieg sind. Und errichten sobald wie möglich ein eigenes Reich. Und unterstützen so dann die Völker. Weil wir dann nicht im Krieg sind, hoffentlich. Ja. Okay, wir gehen kurz in die Schenke. Ein Skal, der Lösegeldvermittler, hast du? Okay, wir haben keine Sklaven mehr. So, hier kurz Brot. Und ich denke, wir suchen den Mariga, der ist hier. Gehen ein bisschen ihn nach, weil wir müssen ja für das Volk kämpfen, mit helfen und so. Momentan ist Nord sehr stark, also schauen wir, ob wir ihnen helfen können. Denn wer geht's? So, hast du irgendwas? Oh je. Wir nehmen es an. Wieso ist es Minus? Habe ich denn jemals etwas zu leide getan? Hä? Wieso ist er im Minus? Das ist ja der... Mariga. Haben wir irgendwie Scheiße gebaut? Nein, oder? Mariga. Ah, das ist gar nicht der. Hä? Ist das nicht mehr der Marschall? Kurz nachher schauen. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich habe ja die anderen Saves im Kopf noch. Du bist der Ding. Ach komm. Okay, der Plan ist halt jetzt Aufgaben Telrog. Kurz die Sachen. Also die Quest machen und dann zurückkommen zu ihm. Wir sind ja relativ schnell so. Wahrscheinlich können wir hier keine
Ja, jetzt plötzlich. Okay, dann müssen wir das verschieben. Weil wir wollen ja unser Wissen beweisen. Das ging aber schnell, also. Das ging sehr schnell. Du warst ja erst im Krieg. Okay. Ah, ich denke, ich habe das gar nicht im Let's Play gemacht, sondern bei meinem Save Game. Ich habe ihm ganz viel Sympathiebonus, also Dinge. Ich habe ihm alle Quests für ihn erledigt und so geholfen und begleitet und deshalb wahrscheinlich habe ich hier noch Minus und dann habe ich Plus. Also wir werden es trotzdem auch hier machen, weil je mehr Verbündete wir haben, desto leichter wird eigentlich das Spiel. Und wir können dadurch, oh, da ist einer, der relativ viele Gefangene hat. Da müssen wir. Komm, greift an. So. Sterbt. Also ich sage ihm, sterbt. Und die Sympathie geht minus 1. Okay. Ja, wenn ihr meint. Wir schnetzeln jetzt ein bisschen. Hoffentlich bekommen wir viele EP über. Aber ich denke schon. Und der Bojan Alter hat schon mal einen erledigt. Schneegestöber, Schlacht von Sleschtsk. Ja, ich will aber auch einen töten. Gib mir jemanden. Ja, toll. Ihr seid so, solche Killstealer. Stealt alle. Ah. Ich muss unbedingt muss ich. Okay, ich habe einen getötet. Ich muss unbedingt, schon tot, okay. Ich muss unbedingt die Zweihandwaffe haben. Die sind einfach extrem stark. Da muss ich jetzt ein Level up haben. Ich habe mich befreit, dafür stehe ich e auf ewig in eurer Schuld, mein Freund. Cool. Herr, ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Ey, Beziehung mit Dame, 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 Dame. Ich danke euch, oh Herr, ich vergesse niemanden, der gut zu mir gewesen ist. Juhu. Und wir haben ganz viele Truppen zum Einstellen. Vor allem die Frauen sind sehr gut, die werden später zu Kriegsschwestern. Das ist oder irgendwie so etwas Schwestern. Und die sind heftig, die sind heftig. Also das ist krass. Das ist einfach krass, wie die dann abgehen. Die sind stärker als die swadischen Ritter. Zwar nicht so zäh, aber sie hauen jeden um. So. Mein Herr, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich lieber nicht in der Nähe von Aleiten aufgestellt werden. Nach allem, was er mir während des letzten Kampfes sagte. Der Feind macht uns Druck und er sagt, tritt zur Seite, Kaufmann. Dies ist Arbeit eines Ritters. Beim nächsten Mal werde ich in der Tat zur Seite treten, damit er seinen Speer in den Ernst kriegt. Sagt Alenten, dass ich euch in dieser Sache unterstütze und dass er seine Zunge hüten soll. Ah je, dieser Alenten, der macht schon Stress. Bojan, Alter. Nee, von dem brauchen wir nicht. Wir brauchen von ihm etwas. Zuerst gehen wir in die Stadt, das ist wichtig. So.
Hier noch Brot mitnehmen. Gut. Schenke. Karawanenwache. Nein. Wir gehen zu ihm, reden kurz mit ihm. Ach, komm schon. Bitte nicht sterben. So, wir müssen in den Nahkampf. Das sind ja nur Bogenschützer. Oh nein, da rechts sind sie. Komm, wir gewinnen, wir gewinnen. Das sieht gut aus. Das sieht weniger gut aus. Okay, Ritter. Die Ritter sind so fast unbesiegbar. Wenn man die lange genug dabei hat, dann leveln sie sich so gut, dass sie schon am Anfang durchs Reiten in die Gegnermassen schon killen. Ja, ein Sklaventreib ist jetzt nicht so schlimm. Sieht weniger gut aus. Hey, komm doch mal helfen, was ist denn los? Toll. Helft mir doch mal! Ja, toll. Es ist wieder ganz normal, die KI ist einfach mega strunzdumm. Strunzdumm. Wirklich strunzdumm. Was soll man machen? Wieso wird die KI in einem Game nicht gepflegt? Ich kenne kein Game, das eine gute KI hat. Es ist nicht schwer, eine KI zu machen. Es ist eigentlich leichter als Mod, also leichter als Designen oder so. Okay, wir haben, naja. Wir haben nicht so viele Verluste zum guten Glück. Sklave, Menschen, Jäger, Wegi-Reiter ist auch nicht schlimm. Krawanen, Wachen, naja. Okay. Gut. Immer. Wie können die immer fliehen? Das nervt. Ach komm, lassen wir es. So, wir schauen nach vorne. Das war nichts, also. Naja, ist nicht so schlimm. Sollte uns nicht öfters passieren, aber sonst ist nicht so schlimm. Und Alayton ist Stufe irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich Alayton. Wieso haben die so wenig Lohn? Das ist doch richtig cool. Ich weiß nicht, ob ich Alayton bald raus tun soll. Ausrüstung. Der hat nicht so gute Sachen. Ah, das lasse ich so. Okay, wir gehen weiter zu ihm. Oh nein, ey. Bitte nicht. Geh weg! Hallo, der hat 80. Ja, toll. Und jetzt muss ich ihn killen, oder was? Ja, der das Gebiet aufklärt. Wir wissen fast nichts über die Gegend. Und bevor wir weiterziehen, muss ich mir einfach ein besseres Bild der Lage machen können. Ich will, dass die Burg Eribeburg, Ismirala und Marsen auskundschaftet und mir danach Bericht schatten. Also, ja, Eribe, Ismirala und Marsen.
Esmeralda, Yeribe und Maßen. Easy. Wir sind genug schnell, um abzuhauen. Also die Sympathie-Bone-Dinge ging ja schon rauf durch die durch das Retten von diesem einen. Und jetzt.